Griffin Oeynhausen, Sie haben vor 11 Jahren dieses wunderbare Veranstaltungsformat ins Leben gerufen und Bad Driburg damit auch bundesweit noch ein Stück bekannter gemacht, als es schon war. Verraten Sie uns, ist das Erfolgsrezept dieser Veranstaltung? Also erstmal braucht man bewährte Partner und die habe ich mit Talbot Runhoff, Clarins und Chopard. Und das macht viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, weil man sich auf sie verlassen kann. Und dann haben wir eine wunderbare Gästeschar von Damen, die sich extra auf den Weg machen, um hier hinzukommen, sich einen Tag frei nehmen von dem, was sie sonst tun. Es sind viel beschäftigte Frauen. Und das merkt man in der Stimmung. Die schieben das nicht mal eben rein, sondern die lassen sich darauf ein und sind begeistert von der Mode, von den Kosmetikprodukten und von dem Schmuck. Und das macht diesen neugierig, die möchten auch die anderen Damen kennenlernen. Und ich mache das ja jedes Jahr so, dass ich die persönlich einlade und dann auch persönlich das Placement mache, also die Tischordnung, und mir genau überlege, wer wo sitzt, damit die sich auch kennenlernen und nicht Freundinnen sowieso nebeneinander sitzen. Dann bleibt man unter sich. Und da kommt sehr viel Fruchtbares dabei heraus. Das ist auch die Resonanz, die Sie von Ihren Gästen bekommen, dass es eben so inspirativ ist, weil man mit Frauen zusammensitzt, die man nicht jeden Tag trifft. Genau, also ich glaube, das ist das Geheimnis. Es sind erstmal Frauen aus ganz Deutschland dabei, die unsere Partner mitbringen und zum Teil, die ich auch während des Jahres kennenlerne. Und dann ist es so, dass es eben aus allen möglichen Bereichen die Damen kommen. Und insofern ist das sehr, sehr spannend. Manche haben sich dann das letzte Mal im Kindergarten gesehen und treffen sich dann hier wieder. Oder manche fangen dann an, hinterher zusammen Geschäfte zu machen. Und das finde ich natürlich auch sehr spannend. Das ist ja auch ein wunderbarer Effekt. Nach welchen Kriterien suchen Sie die Modepartner aus? Also erstmal, wir haben ja mit Rena Lange damals angefangen. Die gibt es ja leider nicht mehr. Und dann ist es so, dass es schon irgendwie mit der Mode und zu uns passt. Wir haben Familienunternehmen, die mit uns am Start sind, sowohl Clarins, was ja schon sehr lange besteht, als auch Chopard sind Familienunternehmen und Talbot Runhoff wird von zwei, die sind inzwischen auch Familienmitglieder, Johnny Talbot und Adrian Runhoff, die eben das zusammen leiten seit vielen Jahren. Und das, ehrlich gesagt, war das auch so eine Vermittlung, die von wo ich Frau Grun von Chopard gefragt habe, mit wem könnte sie sich vorstellen, zusammenzuarbeiten, weil das eben auch mit dem Schmuck passen muss. Ladies Lunch in Bad Driburg bei sommerlichen Temperaturen heute. Es ist ja schon nicht mehr frühlingshaft, sondern geradezu sommerlich. Was macht für Sie den Reiz dieser Veranstaltung aus in Bad Driburg? Wir lieben das, hier zu sein. Es ist ein ganz toller Ort. Der Gräfliche Park und das Hotel ist fantastisch dafür geeignet. Wir haben immer ganz tolle Gespräche mit anderen Frauen aus der Region, die man sonst nicht sieht. Und natürlich die fantastische Mode, die gezeigt wird. Highlight. Es ist einfach ein Highlight. Ja, also heute bin ich in Bad Driburg, weil ich eingeladen wurde für das Event. Ich war jetzt schon ein paar Mal in Bad Driburg, aber mehr zur Berichterstattung vom Hotel und von dem Medical Wellness und einfach von dem ganzen Angebot, um die ganze Welt ein bisschen aufmerksam zu machen auf Bad Driburg, weil man es immer wieder vergisst. Und jetzt heute bei dem Event ist natürlich was ganz Besonderes, mit so vielen tollen Frauen in einem Raum zu sitzen und einfach ja, sich unterhalten zu können und sich kennenzulernen. Das finde ich grandios, dass das hier stattfindet. Auf welche Modetrends können sich die Damen in diesem wunderbaren Frühjahr freuen? Also die Damen können sich dieses Jahr besonders freuen auf wirklich bunte Farben und auf florale Muster. Sprich, es wird ganz viel gemischt. Wir haben Grün, Blau, Orange, Pink in einem Kleid kombiniert. Also es wird sehr fröhlich für die Kunden, es wird sehr bunt und vor allem eben diese Blumen sehr markant, klein, groß, fließende Stoffe. Das ist das, was die Frühjahrskollektion ausmacht. Das passt ja zu diesem wunderbaren Wetter. Wie sind die Schnitte? Die Schnitte sind überwiegend fließend, ein bisschen übergroß in diesem Oversized-Stil, den wir jetzt auch schon in der zweiten Saison eigentlich haben. Und ganz wichtig ist der Tragekomfort momentan. Sprich, es sind weiche Stoffe, die angenehm im Sommer zu tragen sind. Sie präsentieren Ihre Mode an den internationalen großen Hotspots und sind jetzt im ostwestfälischen Bad Driburg. Was macht für Sie der Reiz dieses Ortes und dieses Veranstaltungsformates in Bad Driburg aus?
Erstmal, das ist unglaublich wunderschön hier. Das ist das erste Mal, dass ich da bin. Und es ist ein Traum. Leider bin ich nur einen Tag da. Ich würde gerne noch ein paar Tage anhängen, aber geht leider nicht. Aber ehrlich gesagt, es sind genau solche Events, die uns unglaublich viel Inspiration bringen. Da treffen wir uns mit unseren Kunden, mit den Damen, die unsere Sachen kaufen und lieben und tragen. Und das ist für uns die größte Inspiration. Sie haben natürlich auch prominente Kundinnen. Können wir denn da mal einmal aus dem Nähkästchen plaudern? Wer trägt Talbot Runhoff, nationale und internationale Prominente? Ja, natürlich ganz viele aus Deutschland, von Maria Furtwängler bis Barbara Schöneberger, Frau ja. Gedeck, alles Mögliche aus Deutschland. Aber interessanterweise, so von Hollywood, da haben wir wirklich eine sehr große Bandbreite von Selena Gomez bis Helen Mirren. Ja. Das sind wirklich zwei sehr unterschiedliche Altersgruppen.